Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Folge bei uns hier auf dem Kanal, sofort und gleich. Ja, und wir machen hier mal wieder Daily Shop News. Und dann steigen wir auch gleich mal ein. Hier in diesen. Wrack Raider. Bei mir heißt das Wrackplünderer, reich durch Wracks. Wracks to Riches. Part of the Dive Master Set. Ja. Richtig. Schlechter Skin? Ich finde ihn nicht schlecht. Also ich finde. Oh mein Gott, Leute, wer von euch würde denn mit diesem Skin wohnen? Der sieht so unfassbar schlimm aus. Ich gebe dem 2 von 10. Also ich finde ihn jetzt nicht ganz so schlecht. Ich würde zwar auch nicht damit rumrennen, weil wenn ich mir vorstelle, dass da einer jetzt hier mit solchen Schwimmflossen und so weiter und da oben mit der Taucherbrille und ja. Also sorry Leute, aber ich garantiere euch, macht mal mit dem Ding den Taucher irgendwo am Loot Lake zum Beispiel, wenn ihr gehittet werdet und habt dann so diese geile Flasche da hinten drauf, Dann wisst ihr, ihr seid gleich tot. Die Flasche sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Also mit diesem Haifisch-Gesicht da drauf gezeichnet, aber ja, sag mal 4 von 10. Okay, dann kommen wir weiter zu Reef Ranger, Dive into the Fray, Part of the Dive Master Set. Das ist noch schlimmer als der andere Skin. Ich gebe dem 1 von 10. Also, auch hier muss ich sagen, das finde ich noch extremer. Ja, gerade dieser gelbe, elegante Streifen, der da an der Seite sieht ein bisschen aus wie ein Feuersalamander, das Mädel jetzt hier. Aber, was soll ich dazu sagen? Das Ding ist tatsächlich überhaupt nicht ansprechend und da gebe ich dann eher noch weniger Punkte, 3 von 10 drauf. Okay, dann kommen wir zur Picke Harpoon Axe. Ach, was soll man dazu sagen? Das ist kompletter Müll. Das ist kompletter Müll. Ich würde dem höchstens 2 von 10 geben. Ich finde die relativ cool, muss ich sagen. Auch hier oben das Fadenkreuz, wie schön eingearbeitet ins toll. Glas. Toll, ein Fadenkreuz, geil. Wofür brauchst du bei der Picke ein Fadenkreuz? Naja, es ist eine Harpune. Ich weiß aber, wofür kannst du mit der schießen? Nein, aber danke. Es ist trotzdem eine Harpune und die sieht schon cool aus, das Ding. Ja, also muss man echt sagen. Ich finde sie nicht schlecht, ich gebe darauf 5 von 10. 5 von 10, alles klar. Ja. Block! So, okay, gehen wir. Hier, bist du dabei? Wieso bist du beim Director's Cut eigentlich? Oh, ich habe schon wieder den Zettel übersprungen. Ja. Jawohl! Oh Gott! Jetzt bin ich gespannt. 0 von 10, bitte wegschalten. Augenkrebs. Wenn du jetzt da einen Punkt drauf gibst, dann raste ich aus. Du gibst jetzt auf diesen Skin, gibst du 0 Punkte. Das ist noch schlimmer als der T-Rex und diese komische Dinosaurin da. Das ist so unfassbar schlecht. Gib den bitte mal eine 0 von 10, bitte. Nein. Das Warum? Kann ich nicht. Wieso nicht? Das kann ich nicht. Und alleine diese tolle Zunge, die da rechts raushängt. Voll. Und also wer auch immer das gemacht hat, da hinten schön der Reißverschluss, ne, sieht ja nicht, sieht man jetzt nicht, weil da noch das Set davor ist. Ich finde, der ist nicht so schlecht gemacht. Sieht zwar scheiße aus, muss ich ehrlich zugeben, aber... Würdest du mit dem Ding herumlaufen? Nö. Dann gib 0 von 10. Nein. Bitte. Nein, gib ich mal einmal 0 von 10. Nein, mache ich nicht. Ich gebe auch hier in der Situation, weil ich find den jetzt nicht viel schlecht. Ja, doch. 3 von 10. Was? Was? Ja. 3 von 10? Ja. Bist du noch zu retten? Nein. Oh mein Gott. So. Oh, vielleicht höchstens 3 von 10. Dann haben wir jetzt hier diese... Director's Cut Picker, Lichtkamera hacken. Light Camera Action. Find's eigentlich, muss ich sagen, auch ganz cool. Die aber. So schlecht. Find ich jetzt nicht so wirklich. Also. Wie hört sich die denn an, wenn man die. Oh mein Gott. Drück mal auf erneut abspielen, sieht der Headset auf. Okay, ich setz mal das Headset auf und dann mache ich mal erneut abspielen. Ah ja, das ist halt, da wird halt ein Foto geblitzt, ne? Ja. So. Ich gebe dem Ding, also ja, also 5 von 10. Alter, du gibst viel zu viele Punkte. Nein. Da kommen wir zu Poplock, mega geil.
Was soll man dazu sagen? Team schnellste Tanz, 8 von 10. Ja, dem schließe ich mich an. Oh. Mal fang du bei der nächsten mit an. Fang du bei der nächsten mit an. Ich. Ja, ein Basie. Ne, ein gespaltener Basie. Allein das Ding ist schon. Damit renne ich hier ständig durch die Wohnung, ja, mit einem gespaltenen Basie, ah, da oben die Sichel reingehauen, ja, und dann, natürlich nicht, aber, ja, 3 von 10. Du bist viel zu viel. Nein, warum? Was ist denn 3 von 10? Das ist immer noch irgendwo eine Schulnote 4 oder so. 1 von 10. 6. So. Und, oh Mann, diese ganzen No-Skins, geh mir weg mit diesen No-Skin-Kacke für 800 V-Bucks. Ja. Diese Skins sind so unfassbar schlecht. Das ist ein No-Skin mit einem anderen Oberteil. Ja. Bruh. Da ich die No-Skin-Kacke finde und die auch Kacke finde, gebe ich 0 von 10. Weil, was ist denn das? Das ist einfach nur ein No-Skin mit einem anderen Pullover. Das ist gar nichts. 2 von 10. Du gibst sowas 2 von 10. Ja. Das ist Schulnote 5, oder? Ja. Fang du an. Ja, interessanter Lichteffekt. Ich hab schon vor dem Video gesagt, Leute, dieser Shop wird so wenig Punkte bekommen. Achso, Lichteffekte, ja. Die Lichteffekte da drauf. Ich keine Effekte drauf, warte. Siehst du keine Partikel? Nein, ja, ich muss die ganz kurz anmachen. Einen Moment. So, jetzt. Ja, da sind solche Lichteffekte drauf. Ja, also alleine wegen diesen Lichteffekten würde ich dem Ding 4 von 10 geben. 4 von 10? Ja. 2 von 10. So. Es wird halt immer schlimmer. Jetzt seht ihr Herr sofort in Action. Jedes Mal, wenn er ein Match gewinnt, hüpft er hier so rum. Ja, aua, jetzt haut er mich. Genauso wie der Typ da. Macht er jetzt auch gerade hier rum. Sieht ein bisschen aus. Hier steht Überschwang. Ungezügelte Energie. Die Verkörperung ungezügelter Energie ist die Beschreibung dazu. Passt sehr gut. Bisschen Rumpelstilzchen-like, ja. Also ich gebe dem. Was gibst du dem? Nee, du fängst an nicht an. Was? Nee, ich fange damit schon was, nicht was, an. Was gibst denn du dem? Nee. Sag doch mal. Du fängst schön an. Ja, aber sag doch mal. Du fängst an. Nee, jetzt komm auf. Nee, du fängst an. Jetzt komm, hau raus. Ist schlecht. Komm. Gib an. Ja, ich, also wie gesagt, da ich das den ganzen Tag hier erleben muss, ja, von morgens bis abends, gebe ich dem Ding 3 von 10. Echt? 3 von 10? Ja. Okay. 3 von 10? Ja. Voll viel. Echt? Findest du, ist das viel? 3 von 10 finde ich ist nicht viel. 1 von 10. So. Und Storm Sizzle. Ja. Oh mein Gott, das ist so. Mann, einfach. Der sieht. Nein, ich finde, der Style ist nicht so. Das ist so ein bisschen. Das ist schlimm. Bisschen. Okay, Wikinger. Damit ich fair bin, natürlich. Damit ich fair bin. 1,15. Wikinger-mäßig gemacht mit so ein bisschen einem Runen-Tribal-Style. Ich finde den. Es ist halt ein Standardgleiter, ja, aber zumindest mal das Muster da drauf gefällt mir persönlich ganz gut, aber es ist halt ein Standardgleiter, deswegen kann ich ihm nicht mehr geben als 5 von 10. What? Ja. Alles ich finde das Muster cool. Was? Es gefällt mir ziemlich ziemlich Problem. Gut, aber es ist halt ein Standardgleiter, deswegen kann ich nicht mehr geben. Geht nicht. Ja. Funktioniert nicht. Vergleich mal den da. Ja. Mit den da. Ja, der sieht scheiße aus. Wie viel würdest du eigentlich dem geben? Dem 1 von 10. 1 von 10? Ja, ich finde grausam. Wie viel? 1 von 10. Warum? Du findest alles dem? Horror.
Allerdings, weil es halt eine witzige Idee ist, würde ich dem Ding immerhin, also auch wenn ich dem persönlich 1 von 10 geben würde, aber für die Idee alleine kriegt er, würde er 2 Bonuspunkte kriegen, dann wären es dann 3 von 10. Geiler No-Skin-Tanz, mega geil, ja, so tanzen alle so eine Disco rum, weißt du, so eine Disse. Mach's mal. In Real Life, Ja, ganz ehrlich, mach's mal Leute, in Real stellt Life. euch mal in Real Life vor, ihr würdet vor euch jemanden sehen, der diesen Ausgetanzt machen würde. Ihr würdet euch denken, das ist doch der größte Noob der Welt in dem Spiel. Mach's mal in Real Life. Das sieht eher aus wie ein Schuhplattler, was du da gerade machst. Das hat irgendwie Ja, damit das nicht stimmt. viel zu tun. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr bei Like, Abo, Kommentar freuen. Bis dann und rein und Servus, ciao.